Hallo, herzlich willkommen zu Franzis Küchenwelt. Ich möchte mit euch heute eine ganz schnelle Käse-Tomatenpasta machen und wir fangen auch gleich an. Ihr braucht 250 Gramm Gabelspaghetti, 100 Gramm Creme fraiche, etwas Cayennepfeffer, 400 bis 500 Milliliter Wasser, 100 bis 150 Gramm Gouda, Salz, Pfeffer, eine Schalotte, etwas Olivenöl, etwas Knoblauch, wenn ihr Wasser verwendet, etwas Brühenpulver und 150 Gramm Kirschtomaten. Wir beginnen als erstes damit, dass wir die Schalotten klein schneiden. Und wenn ihr frischen Knoblauch habt, dann hackt ihr den ebenfalls fein. Solltet ihr das Ganze mit Kirschtomaten machen, halbiert ihr die. Anschließend geht es direkt auf den Herd. Dort gebt ihr das Olivenöl in einen Topf, lasst das Ganze warm werden, schwitzt die Schalotten an und gebt dann auch den Knoblauch dazu. Dann löscht ihr das Ganze mit Wasser oder wahlweise auch einer Gemüsebrühe ab. Gebt die Creme fraiche mit dazu und würzt das Ganze mit Salz. Und wenn ihr nur mit Wasser arbeitet, Brühenpulver. Jetzt lasst ihr das Ganze so lange kochen, bis die Nudeln fast fertig sind. Dann gebt ihr den Käse mit dazu und ebenso die Tomaten. Rührt das Ganze durch. Schmeckt es mit Salz, Pfeffer und Cayenne ab. Eventuell könnt ihr auch noch ein bisschen Zitronensaft reingeben und dann ist das Gericht fertig und ihr könnt es servieren. Das war's zu diesem Gericht. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Und wenn ihr das Ganze jetzt nachkochen möchtet, findet ihr die Zubereitung auf meinem Blog rezeptdeck.blogspot.de. Der Link ist auch unten in der Infobox. Und mich persönlich würde es interessieren, wie euch das Ganze geschmeckt hat, wenn ihr es denn gekocht habt. Beziehungsweise, was habt ihr vielleicht ein bisschen anders da gemacht? Schreibt es mir gerne unten in den Kommentaren oder auch Social Media technisch. Ich würde mich unglaublich darüber freuen. Und jetzt habe ich euch nur noch das Video von letzter Woche, den Maultaschensalat, hier verlinkt. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!